Also, ich heiße Rolf Spüller, bin von Hochdorf. Ich bin jetzt in der vierten Saison Ton- und Bademeister. Ja, es ist ein sehr interessanter, vielseitiger Job als erster Bademeister, 100%. Weil du nicht nur für die Sicherheit des Bades verantwortlich bist, sondern auch für den Unterhalt, Reinigung, dass es alles schön und top aussieht hier drin, Technik und so weiter und so fort, dass das alles am Laufen ist. Und ja, und während dem Badebetrieb kommen da immer spezielle Sachen auf dich zu. Sei das organisatorische von Leuten, die jetzt zum Beispiel sich nicht an die Baderegeln halten und man muss zurechtweisen. Von Nothilfesituationen wie allergische Reaktionen auf Wespenstich zum Beispiel. Sonst irgendwelche Schörfunden, Schnittverletzungen von irgendwelchen, vielleicht jetzt zum Beispiel Glasscherben, die jemand reingefangen hat im See, oder Muscheln, die man reingelängt hat im Flohsoss, die relativ scharfkantig sind. Und ja, also es wird einem sicher nie langweilig da unten. Ein lustiger Moment war zum Beispiel manchmal, als ich im Migros einkaufen ging, wo da ganz kleine Knirps kam und gesagt hat, grüezi Waldmeister. Und da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Und ja, also peinlich ist es einem nicht, aber ja, man schaut schon ein bisschen komisch, oder? Yeah, they're out there having fun in the warm California sun.